die nächste... Ich weiß nicht mehr, welche zu... Ah, doch, sie kommt zuerst. Alles klar. Oh, das sind die beiden Kleinen, nicht? Oh. Jung, sagen wir jung. Ja. Ja. Größer als du sind sie fast alle. Gut, die erste Dame hier ist auch zum ersten Mal in der Roten Fabrik auf dem Slam. Es ist mir eine große Freude. Sie kommt aus Basel, macht ganz viel Lärm für die großartige Fine Degen. Hoi, erstmal vielen Dank, dass ich da heute einen Text vortragen darf. Er hat den Titel Jung, Zugfahrt nach Berlin. Jung sein ist alles schön, schwierig, aufregend, traurig und entmutigend. Ich meine, wer bin ich schon? Ich bin bloß jung und dumm, oder? Manchmal habe ich das Gefühl, ich dürfte noch etwas jung und dummer sein mit meinen 17 Jahren, aber irgendwie habe ich der Ernst des Lebens früh erwischt. Nicht mit irgendwelchen Schicksalsschlägen, im Gegenteil, ich habe ein tolles Leben, tolle Eltern, drei tolle Geschwister, ein paar tolle und weniger tolle Freunde. Aber trotzdem ist der Ernst gekommen. Er hat sich eingeschlichen in meinen Kopf. Mit 11 hatte ich das Gefühl, alle sind gegen mich, alle hassen mich und da mochte auch ich mich nicht mehr. Ich will nicht sagen, dass Hoffnungslosigkeit der Ernst des Lebens ist. Nein, Traurigkeit und Hoffnungslosigkeit sind zwar nicht der Ernst, aber sie bringen uns zu ihm. Sie lassen ihn uns erkennen, Stück für Stück. Es kann auch einfach davon kommen, die Zeitung zu lesen. Ich habe mal den Tick entwickelt, die Zeitung aufzuschlagen und sofort die Todesfälle zu lesen. Und alle Todesanzeigen. Ob das krank ist? Nein, ich glaube nicht. Ich war nur neugierig auf den Ernst. Ich meine, was erwartet man schon von Kindern? Dass sie für man das Happy End im Kinderbuch glauben. Das verlorene Küken findet seine Huhnmama mit Hilfe des netten, anständigen und immer hilfsbereiten Schweins. Schweine gibt's nicht in echt. Schweine ist doch irgendwie Pädophile oder RTL, das Leuten hilft, um uns die Leute wiederzufinden. Und das checken Kinder nicht sofort, weil irgendwann kommt es. Sie schauen mit die Tagesschau, obwohl sie wissen, dass wenn sie von den Unfällen hören, nicht einschlafen können. Sie wollen ihn hören, den Ernst dieser Welt. Sie wollen nicht bei den Sexszenen die Hand von Mama vor die Augen geschoben bekommen. Mausi, das ist noch nichts für dich. Wieso? Du darfst doch auch gucken. Ja, weißt du, die machen Diebe. Naja, dann erzählen die meisten Eltern irgendwas von Bienchen und Blümchen. Die meisten Eltern aber meine nicht. Ich musste zwar auch die Augen zumachen, wenn Till Schweiger mal wieder nicht anders konnte, aber sie haben nie Scheiß erzählt. Einmal, als ich 11 war, meine kleine Schwester 4, habe sie zum Provozieren gefragt, ob sie denn überhaupt schon wisse, wo Babys herkommen. Sie wusste es. Der Mann steckt seinen Pimmel in die Scheide. Wow, da war ich echt stolz, aber wer sagt denn Scheide? Kann sich was wie Muschi oder Vagina sagen, aber Scheide. Naja, was sie sagen will, ist, dass eben auch Sex mit zum Ernst dazugehört. Obwohl es wahrscheinlich eher selten jemand Sex als Ernst beschreiben würde, aber es gehört mir dazu. Vergewaltigung ist das Paradebeispiel und klar, ich verstehe, dass man Geschichten von Vergewaltigung von seinen Kindern fernhalten will. Man will seine eigenen Kinder glücklich umherspringen und spielen sehen, aber ist das denn fair? Sie aufzuziehen in einer Scheinwelt, in der sie irgendwann die Leinwände umwerfen müssen und die wahre Welt sehen. Ist das nicht ein scheiß System? Die ersten 10 Lebensjahre super sorglos. Dann geht's den Rest des Lebens bergab. Oder lohnt es sich nicht doch vielleicht, seinen Kindern gleich im Voraus zu sagen, wie hoch die Scheidungsrate ist und dass man nicht für immer verliebt sein kann und dass nicht der Storch die Kinder bringt? Dass Kommunikation wichtig ist. Rede. Immer. Nicht, das kannst du nicht fragen und sagen und das gehört sich nicht. Niemand sollte sich schämen, etwas zu fragen. Kinder sehen, dass Menschen unterschiedliche Hautfarben haben. Sondern etwas anderes glauben, etwas anderes lieben. Fragen ist nie scheiße. Aber weißt du, was scheiße ist? Bomben zu werfen. Und das Wagen in Mengen zu fahren. Und Leute, die Falsches sagen mit Alternative Facts entschuldigen, regieren zu lassen. Verdammt, ja. Menschen sind nie immer alle einer Meinung. Aber vielleicht kann man mal fragen, glaubst du wirklich an Allah? Und Fatima sagt, ja, ist mir wichtig. Er gibt mir Kraft, wenn mein Papa nicht mehr da ist. Und was entsteht dann? Werf ich dann einen Stein nach ihr, weil sie ihren Papa vermisst und darum Kraft in ihrer Religion sucht? Das ist ernst. Verdammt ernst. Und wie können wir es überhaupt wagen, eine verdammte Sekunde über jemanden zu urteilen, aufgrund dessen, was er oder sie trägt, glaubt oder ausstrahlt? Ich denke mir immer, ich wüsste alles. Ich bin so bescheuert. Nur schon, wenn ich sie sehe und sie hat 3 Pierces im Gesicht. Ja, die macht eine rebellische Phase durch, aber hey, das legt sich wieder. Die kommt schon noch zur Vernunft. Sonst habe ich immer noch den Stein in der Hand, um nachher zu werfen, wenn sie mir zu wenig ich ist. Es muss sein wie ich. Freundlich, höflich und gut gepflegt. Aber schau, hättest du Kimberly, die eigentlich Babette heißt, gefragt, so sie 3 Pierces im Gesicht hat, dann hätte sie vielleicht geantwortet, der in meiner Augenbraue steht für die unbegründete Skepsis meiner Mutter gegenüber meinem Können. Der in meinem Ohr steht für die Ohrfeigen meines Vaters, weil ich zu schlecht zugehört habe. Und der in meinem Mund steht für die Küsse, die ich bekommen, aber nie gewollt habe. Scheiße, Mann. Würdest du sie immer noch die Pierces irgendwann rauszunehmen, rebellische Phasen zu beenden und endlich erwachsen zu werden? Ja, das tust du, dann ist ja nie gefragt. Der Penner in der Ecke ist selber schuld, hätte er in der Schule aufpassen können. Jasmin hätte wissen müssen, dass Peter sie verarscht, bevor sie ihm einen gelutscht hat. So eine naive Schlampe. Hast du sie jemals gefragt, wie sie das gemacht hat? Vielleicht hätte sie ja geantwortet, ich wollte das gerne mal ausprobieren. Es geht mir aber gar nicht so um Peter, sondern für meine Erfahrung. Und ich hatte Lust dazu. Scheiße, sie hat einfach Lust. Ist das dann naiv oder ist das einfach menschlich?
Es ist menschlich zu fragen oder den Stein mit nach Hause zu nehmen und so zu tun, als wäre ein Baby. Ich weiß nicht, ich bin ja bloß jung und dumm, mache gerade meine poetische, bellische Phase durch. Ah, die kommt sicher aus einer Familie ohne Probleme. Sie schreibt gute Noten, weil sie voll notengeil ist. Ja, vielleicht bin ich notengeil. Oder vielleicht bin ich auch ehrgeizig oder stolz oder schlau. Oder ich mache unglaublich viel für die Schule, weil es mich interessiert. Oder es interessiert mich und merke mir das meist in der Schule. Oder meine rebellische Phase lässt mich unglaublich produktiv sein, einfach so. Weißt du was? Komm doch. Komm und frag nach, ich gebe dir gerne meine besten Lerntipps. Oder du wirst mir einen Stein in den Kopf und ich komme nicht zum nächsten Mathe-Test. Das muss nicht wirklich ein Stein sein. Vielleicht verletzt du mich besser mit einem Kommentar wie, darf ich im Test hinter dir sitzen? Nicht, weil du nett bist, sondern einfach nur, weil du eine Streberin bist. Und plumps, der Stein sitzt auf meiner Seele, meinem Selbstbewusstsein, meinem Lernverhalten. Was willst du denn jetzt? Also, dass ich schlechtere Noten schreibe, damit du dich besser fühlst. Ich frag dich nach, aber weißt du, dich gefragt, hättest du vielleicht geantwortet, ich lerne irgendwie 2 Stunden für den Test und verkack ihn voll. Und dann hätte ich dich verstanden und du vielleicht mich. Aber wir fragen nicht. Wir sind jung. Wir denken, wir wissen, was wir denken und wir sind uns dabei zu sicher, zu fragen. Danke. Aus Basel! Fine Degen! Alright!